Wandel-Express. Ja. Die Tischlerei Keuter und Hessling aus Wienmarschen. Ja, und die Idee kam beim Klorchäsen. Also das kann ich bestätigen. Wienmarscher haben die meisten und besten Ideen, kriegen die an der Theke. Ich bin total überrascht, mit welchen einen riesen Vorsprung die hier starten. Ja, und der Entwurf ist eigentlich bei der Bauphase entstanden. Ich hoffe, es wird bei euch in der Tischlerei nicht genauso. Zwei Badewannen haben sie aneinander gereiht, mit sechs Leuten sind sie im Boot. Das ist also ein Zeichen, naja, dass man da auch nicht weiterkommen kann. Aber auch das Elternpräsidium, gestern sind die Olympischen Spiele angefangen. Das Motto heißt dabei, sein ist alles. Also, das zählt da. Stefan Enterpreis mit roten Fentern. Beam euch ins Ziel. Ich beam euch ins Ziel. Also Peter, ich finde ja auch ganz toll, dass das Badewannenrennen Teams aus Lingen, aus Wittmarschen, Georgsdorf und so weiter lockt. Also die Nordhorner Fechte ist doch spannend für alle. Und ich finde es schön, wir haben die Damen in die Mitte genommen. Das gehört nicht zu benehmen, haben sie aus Lingen, das muss ich sagen. Und es kämpft noch mal ein bisschen. Was man uns schwer erkennen kann. Und die Nutrias, Gas geben, Jungs! Hier, Blumenhuf, das heißt ein Feldins an Bord, das ist immer richtig, da kann ja gar nichts passieren. Und die Nutrias auch immer wie kämpfen. Wenn die echten Nutrias so gut aussehen würden wie ihr das tut, Jungs, dann würden sie auch nicht so gejagt werden. Ich würde doch fast sagen, auch diese, ja, dieses Rennen ist sehr, sehr eindeutig gegangen. Für die Blumen. So, nun sind wir gespannt, ob es Sinn macht, ein kleines, zartes Badewannenboot zu konstruieren oder so ein großes Gefährt. Wir wollen mal sehen. Im Moment noch Kopf an Kopf, was ich von hier so erkennen kann. Und wenn die beiden sich einig wären, da, ja, na, da überholt aber Skipperland. Und Skipperland viel. Das ist ja wie beim Formel 1-Rennen, die schneiden da einfach die Strecke. Ja, das ist ganz egal, da hier geht alles, hier geht alles. Jungs, ihr müsst euch nur ein bisschen einig werden. Rechts, links, rechts, links, rechts, links den Paddel. Und dann könnt ihr eine super Zeit fahren. Oder links, rechts. Oder links, rechts. Fechte Kuh, was ist los mit euch? Ihr habt so große Paddel. Ich würde die andersrum halten. Ja. Skipperland, ja, Motor. Auch das sehen wir noch. Auf jeden Fall. Ja. So, euer Piratenschiff ist auf jeden Fall ein Hinweis für mich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geben Sie noch Ihr Voting ab. Bis 18.30 Uhr. Getippt werden kann das schönste, schnellste Gefährt, aber auch die Mannschaft. Und das Team von Fechtekuh ist jedes Mal dabei gewesen, sehr sympathisch. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir sie im nächsten Jahr, egal wie es heute ausgeht, wiedersehen werden. Ja, Zeit genug zum Drehen. Ihr habt ja heute einen richtig ruhigen Job, liebe Dialogie. Also wir haben hier noch ein bisschen Orientierungsschluss. Dann kommen, glaube ich, so unser Teamgefühl mit rübergekommen. Und vor uns, also wir... Jetzt kommt's, jetzt. Ja, jetzt haben wir, genau, ja. Jetzt. Jungs, hier ist die Theke. Hier ist die Theke. So, wie hier ist noch richtig Kameradschaft. Hier ist auch also wieder Trabi. Ich sehe mal einen Sonderapplaus. Das erste Auto hier auf dem Wasser.
Also ich glaube, die Degenmatt hat dann eine tatsächliche Seekrankheit genommen. Ich weiß gar nicht, was sie alles genommen haben, es war auf jeden Fall zu viel. Ihr Ziel ist es, im Ziel anzukommen. Und ich bin ganz, ganz guter Dinge, ja, dass wir das schaffen werden. Ich würde mich interessieren, ob die Indien gerade mal eine kleine Theke angebaut haben. Ich finde das ganz klasse, weil der sitzt ja mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, ne? Wie für die klassischen Ruderboot. Also von daher ist das schon ganz klasse, dass er da auch die Richtung gefunden hat. Mal gerade ein Löffel da rausgefischt. Habt ihr den noch? Jungs von der DLRG oder beim Tierarmee war das, ne? Habt ihr das Ruder noch? Das Paddel? Ja, ich glaube, das jetzt Mission Impossible, also dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, hätte ich fast gesagt, ja, ganz schnell vergessen lässt. Sie werden natürlich diesen Durchgang gewinnen, weil die Jungs nur noch ein Paddel haben. Ein aufmunternder Applaus bitte für die Mögen! Und da geht's runter. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht ins Finale kommt, auch wenn ihr jetzt traurig seid. Aber ich gehe davon aus, ihr habt auf jeden Fall heute das schon Sympathien bewiesen, weil ihr wirklich zwei ganz lustige Brüder seid. Und jetzt geht es schön ab. Ja. Die Sympathien sind auf eurer Seite, gibt es aber nichts. Klasse. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wählen und zu mir gehören auch die schönsten Leute und auch die sympathischen Leute. Sie können noch voten bis 18.30 Uhr für Jakob und Markus Hügen. Da haben Sie die Chance auf die ersten beiden Preise für die schönsten Gefährten. 350 Euro, 4,99 Euro. Und nochmal.